Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Wir schreiben die 43. Kalenderwoche und das sind die Themen. Der ATSV Hallein erreichte in einem spannenden und sehenswerten Handball-Landesligaspiel ein Unentschieden gegen die Mannschaft des UHC Salzburg 2. Basketball. Die Basketballer der BBU Salzburg mussten sich im Heimspiel gegen die Dornbirn Lions knapp, aber doch mit 61-67 geschlagen geben. Und zweite Klasse Nord A. Die Spielgemeinschaft SSK Blau-Weiß Salzburg erreichte gegen die Mannschaft des USV Berndorf 1b ein torloses 0-0 Unentschieden. Unser erstes Thema ist das Handballspiel der zweiten Salzburger Handball-Landesliga zwischen der Mannschaft des ATSV Hallein und dem UHC Salzburg 2. Wie dieses Spiel ausgegangen ist, das werdet ihr im folgenden Bericht etwas näher erfahren. Am vergangenen Donnerstag fand in Rief das Handballspiel der Handball-Landesliga zwischen dem ATSV Hallein und dem UHC Salzburg 2 statt, in dem die Halleiner zunächst am Ball waren. Immer noch die Halleiner vor dem Tor von Wolfgang Lugstein, versuchen es noch einmal, immer noch die Halleiner und scheitern dieses Mal an dem sehr stark positionierten Torhüter des UHC Salzburg. Jetzt aber die Salzburger. Schöne Aktionen, der Ball bleibt in den Reihen der Salzburger. Neuer Versuch, gut herausgespielt, immer noch die Salzburger am Ball. Vielleicht jetzt ein Wurf, immer noch Wurf und abgewehrt, kein Tor für den UHC Salzburg. Jetzt aber Kontermöglichkeit, schön herausgespielt, wirft auf und da ist der Ball im Tor. Schön herausgespielt, der Torwart des ATSV Hallein war bei diesem Schuss absolut chancenlos. Jetzt allerdings der ATSV Hallein am Ball. Guter Wurfversuch, sehr gut herausgespielt, wirft auch und das war ein klares Foul und das ergibt derzeit keinen 7 Meter. Immer noch der ATSV Hallein und dieses Mal waren auch die Gastgeber erfolgreich. Ein alles in allem sehr ausgeglichenes Spiel in dieser Begegnung. Jetzt aber wieder der UHC Salzburg. Der Ball ist im Tor. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Schön herausgespielt und keine Chance für den Torhüter des ATSV Hallein, da irgendwas zu machen. Jetzt aber. Schön herausgespielt, wird hier klar gefoult und das gibt einen klaren 7 Meter, wie beim Handball die Strafstöße genannt werden. Wird es Wolfgang Lugstein schaffen, den Ball abzuwehren? Der Schiedsrichter pfeift in diesem Augenblick Schuss und nein, der Ball landet im Tor. Keine Chance für Wolfgang Lugstein, da irgendwas zu machen. Jetzt aber. Wieder ein 7 Meter und dieses Mal gilt wieder das Schütze gegen Tormann, aber der Ball landet an der Stange und daher logischerweise kein Tor. Jetzt wieder die Salzburger am Ball, machen einen Konter und auf jeden Fall geht auch der Ball dann im Endstand 27-27 und auch dieser Endstand geht aus meiner Sicht absolut in Ordnung. 27-27. So lautet also das Ergebnis des Handballspiels zwischen dem ATSV Hallein und dem UHC Salzburg 2 im Rahmen der Salzburger Handball-Landesliga. Ein erfreuliches Ergebnis gibt es auch aus der Bayerischen Bezirksliga zu vermelden, denn der UHC Salzburg besiegte im Heimspiel den TSV Trostberg mit 27-11 und ist damit weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Vom Handball kommen wir jetzt zum Basketball, denn da fand am vergangenen Samstag
ebenfalls in der Sporthalle Alpenstraße. Das Heimspiel zwischen dem BBO Salzburg und den Dornbirn Lions statt. Und wir waren bei diesem hochklassigen Spiel für euch mit der Kamera dabei. In der Anfangsphase des Spiels BBO Salzburg gegen den Dornbirn Lions sind zunächst einmal die Salzburger am Ball. Immer noch die Salzburger. Schöne Aktion. Versuchen es mit einem schönen Wurf. Gut, immer noch die Salzburger. Und dieses Mal geht der Ball am Korb vorbei. Jetzt aber die Dornbirn Lions. Schöner Pass und der Ball ist im Korb. 2 Punkte für die Mannschaft der Dornbirn Lions. Jetzt aber die Salzburger. Schöner Versuch, sollten werfen und auch dieses Mal konnten die Spieler der BBU Salzburg den Ball im Korb den Dornbirner unterbringen. Jetzt aber die Dornbirner. Schöner Versuch und das war ein klarer 2-Punkte-Wurf. Der Dornbirner, der 2 Punkte einbringt. Die Salzburger am Ball. Immer noch die Salzburger. Klares Foul. Und der Versuch geht natürlich daneben. Spielstand auf jeden Fall nach dem ersten Viertel 9:18 aus Sicht der BBO Salzburg. Jetzt aber die BBO Salzburg am Ball. Versucht es über die linke Seite. Versucht es, der Ball geht nicht in den Korb, das wäre ein 3-Punkte-Wurf gewesen. Aber jetzt sind wieder die Dornbirner am Ball. Gelingt es den Dornbirnen, es besser zu machen? Immer noch außerhalb der 3-Punkte-Linie. Wenn ein Tor erzielt wird, dann zählt er 3 Punkte. Immer noch die Dornbirner versuchen es. Bringt nichts ein. 22:31 der Halbzeitstand. Jetzt aber 2 Freiwürfe für die Basketballer der BBO Salzburg. Der erste war erfolgreich und auch der zweite werden wir sehen. Wirft auf und drin ist er. 2 weitere Punkte, der Spielstand, man sieht es im Hintergrund, 24:31. Jetzt aber wieder die Dornbirn Lions am Ball. Schöner Versuch. Wirft auch. Kein Korb. Der Ball geht auf jeden Fall ganz klar vorbei. Und es gibt Ballbesitz für Dornbirn. Immer noch die Dornbirn am Ball. Versuchen es. Dürfte auf jeden Fall ein 3-Punkte-Wurf sein. Jawohl. War klar außerhalb der 3-Punkte-Linie. Und letzten Endes können die Basketballer der BBU Salzburg recht gut mithalten. Und so ist auch das knappe Ergebnis von 61:67 zu erklären. Fazit, ein sehr gutes Spiel. Mit etwas mehr Glück wäre auch ins League-Training gewesen. 61:67. So lautete also der Endstand in der spannenden und auf jeden Fall hochklassigen Begegnung zwischen der BBU Salzburg und der Dornbirn Lions. Und für alle, die sich fragen, wie denn beim Basketball die Ergebnisse zustande kommen, denen sei gesagt, die Körbe werden unterschiedlich gewichtet. Für einen Freiwurf gibt es 1 Punkt, für einen normalen Korb 2 und für einen Korb, der von außerhalb der sogenannten 3-Punkte-Linie erzielt wurde, gibt es gleich 3 Punkte. Somit kommen also die doch sehr hohen Ergebnisse zustande, denn beim Basketball wird nicht nach Körben, sondern nach Punkten gezählt. Unser nächstes Thema ist Fußball, denn da fand auf der Panorama-Sportanlage in Salzburg-Liefering das Fußballmeisterschaftsspiel der 2. Klasse Nord-A statt und da trafen die Mannschaften der Spielgemeinschaft SSK Blau-Weiß Salzburg und die des USV Berndorf 1b aufeinander. Dieses Spiel war auf jeden Fall durchaus kurzweilig, auch wenn, soweit kann ich schon verraten, keine Tore gefallen sind. Grund genug also, mit der Kamera vorbeizuschauen und
den folgenden Beitrag zu gestalten. Im Spiel der SSG Blau-Weiß Salzburg gegen die Mannschaft des USV Berndorf 1b waren zunächst einmal die Berndorfer am Ball. Die Berndorfer in den gelben Dresen versuchen es, werden allerdings nicht ganz abgeblockt. Immer noch die Berndorfer am Ball versuchen es mit einem weiten Abschlag in Richtung Tor des SSG Blau-Weiß Salzburg. Aber ein Verteidiger kann auf jeden Fall klären und der Ball geht ins Aus. Jetzt aber der SSG Blau-Weiß Salzburg am Ball bringt nichts ein. Der Ball geht ins Aus und Freistoß für die Gastgeber. Die Mauer wird eingerichtet und der Ball auch in Kürze freigegeben. Hier ist die Freigabe, weiter Abschlag in Richtung Tor, aber der Ball geht gut und gern 20 Meter am Tor vorbei. Keine wirkliche Gefahr für den Torhüter der Berndorfer. Jetzt aber der SSK Blau-Weiß Salzburg am Ball. Immer noch der Gastgeber. Versuchen es mit einem weiten Abschlag und das bringt nicht wirklich was ein. Ganz klar Einwurf für Berndorf. Einige schöne Aktionen gibt es auch noch und zwar dieses Mal von der Mannschaft des SV Berndorf 1b, der allerdings wieder knapp daneben geht. Kein Tor also. Und es bleibt beim torlosen 0:0 unentschieden. Wir befinden uns in der Schlussphase und da gibt es zunächst einmal einen Ballbesitz für die Mannschaft des USV Berndorf 1b, der allerdings nicht wirklich was einbringt, denn die Verteidiger passen auf und der Ball geht ins Out. Einwurf weit auf einen Berndorfer, der Ball bleibt in den Reihen der Gäste. Neuer Versuch, abgewehrt und gut aufgepasst von der Abwehr der Spielgemeinschaft SSK Blau-Weiß Salzburg. Einige gute Aktionen noch, vielleicht jetzt Kontermöglichkeit. Immer noch der Mannschaft des SSK Blau-Weiß Salzburg am Ball, bringt allerdings nicht wirklich etwas ein und der Ball geht rüber. Es bleibt beim 0:0. So lautete also der torlose Endstand in der Begegnung zwischen der Spielgemeinschaft SSK Blau-Weiß Salzburg und dem USV Berndorf 1b und einige weitere Ergebnisse aus der zweiten Klasse Nord A habe ich auch noch anzubieten. Die Spiele TSV Neumarkt 1b gegen den SV Liefering und ASV Taxam gegen den USC Awasee endeten jeweils mit 2:0 für die Heimmannschaft. Einen 4:1 Heimsieg gab es für die Mannschaft der Union Hindorf 1b gegen die Mannschaft des UFC SV Halbang. Eine Niederlage setzt es allerdings für die Mannschaft des SV Türkönke gegen die Mannschaft des USV Lambrechtshausen. Endstand in dieser Begegnung 0:3 und das war es auch schon wieder vom Fußball. Natürlich haben wir auch einige Eishockey-Ergebnisse anzubieten aus der zweiten Landesliga. So hatten beispielsweise die Senators gegen die Eiswüchse Saalfelden mit 2:6 verloren und das Spiel des EC Hornet Salzburg gegen den EHC Lokomotive Untersberg endete mit 8:2 für die Hornets. Ein wenig erfreuliches Ergebnis gibt es auch von den Oilers in der nationalen Amateur-Hockey-Liga zu vermelden. Dieses Spiel endete nämlich mit 2:3 auswärts gegen die Kapfenberg Bulls und auch die Eisbullen mussten sich auswärts in Znaim gegen den dortigen HC Znjomo mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr die Zeit gefunden habt, zuzuschauen und wünsche noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Macht's es gut, Servus, bis nächste Woche.
sagt euer Markus Dorn.